Moin, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 zu einer neuen Folge von Bau dir was, das Format, wo ich mein Fahrzeug nehme, welches wir im Spiel haben, und daraus eine Version baue, die so in der Realität noch nicht existiert, aber existieren könnte, basierend auf dem historischen Verlauf der Marke, könnte man sagen. Und heute werde ich mir aus dem BMW Z4 M40i einen BMW Z4 M bauen, also quasi nochmal, ja, so gesehen die stärkste Version des Z4. Die in der ursprünglichen Z4-Generation existiert hat, in der E85-Generation eben. In der letzten Generation des Z4, also der vor dieser Version, die wir hier im Spiel haben, vor der G29er eben, gab es gar kein Z4M, da gab es nur den Z4, oh Gott, IS35 S-Drive, keine Ahnung, Moment, lässt sich überprüfen. Der Wagen mit dem ganz lustigen Namen. S-Drive 35 IS oder so. Genau. Z4 S-Drive 35 IS. Das ist ein absolut bescheuerter Name, möchte ich an der Stelle mal erwähnen. Aber nein, darum soll es heute nicht gehen. Ich werde mir eben hieraus einen BMW Z4 M bauen und habe mir so ein bisschen angeguckt beim ursprünglichen Z4 M, beim E85er. Was waren da so die Unterschiede? Klar, es gab natürlich bessere Bremsen, besseres Fahrwerk etc. So das Standardzeug halt, was ein M-Fahrzeug ausmacht. Aber vor allem Leistung hat mich interessiert, was da so der große Unterschied war zur zweitstärksten Version. Und da war ich echt überrascht, denn da hat sich einiges getan. Es gab mehr Hubraum, oder eigentlich besser gesagt, fast schon einen anderen Motor, wenn man so möchte. Und ja, es gab 78 PS mehr und 50 Newtonmeter mehr, hatte dafür auch 100 Kilo mehr Gewicht, aber trotzdem war der Wagen einfach schneller durch diese pure Power, die er mehr bekommen hat. Und generell auch einfach mehr Performance generell betrachtet. Das Mehrgewicht möchte ich hier mal außen vor lassen tatsächlich heute. Aber ansonsten habe ich mir überlegt, der Wagen hat insgesamt 387 PS. Daraus werden wir ungefähr 450 machen, also 330 kW ungefähr. Und ansonsten werden wir einfach nur versuchen, den Wagen nach real möglichen Einstellungen einfach nur sportlicher zu machen. Das bedeutet, wir gehen mal ins Tuning-Menü. Und natürlich könnte man jetzt spekulieren, würde es vielleicht ein BMW mit V8 werden? Ich glaube nicht. Das halte ich für sehr bescheuert. Aber mit einem Mercedes V8, doch, das halte ich für wahrscheinlich. Nein, das machen wir natürlich auch nicht. So. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es eine X-Drive-Version geben würde. Ich lasse das aber jetzt an der Stelle mal außen vor, weil das nicht sicher wäre in meinen Augen. Also generell ist es nicht sicher, ob überhaupt ein Z4M kommen wird. Ich glaube da schon dran, aber sicher ist es nicht. Das ist auch so ein bisschen der Reiz an diesem Format. Falls so ein Fahrzeug eben kommt, dass man sehen kann, wie akkurat bin ich da rangekommen. Dann nehme ich als Beispiel mal den 992 Turbo, den ich mir gebaut habe. 992 Porsche Turbo S. Den habe ich mir vor über einem Jahr in diesem Format hier eben aufgebaut. Und es stellt sich heraus, dass ich die Leistungsdaten perfekt getroffen habe. Also ich kenne mich vielleicht schon ein bisschen aus mit dem, was ich hier tue. Ja gut, Aerodynamik lassen wir mal sein. Ich denke schon, dass er so den ein oder anderen aerodynamischen Tweak bekommen würde. Aber das können wir hier nicht so realisieren. Ja, sie misslich halt jetzt auch mal für übertrieben tatsächlich. Breitere Schluppen. Ja, nicht viel. 265er vorne und dann vielleicht 285er hinten. Aber so viel würde das jetzt auch nicht werden. Ja, eine Rennkupplung halte ich jetzt auch mal für ein bisschen arg übertrieben. Ein Sportgetriebe auf jeden Fall. Genauso eine Sportantriebswelle und ein Differential könnte ich mir vorstellen. Ja, bessere Bremsen an sich eigentlich auch. Man muss halt sagen, die Bremsen bei BMW sind schon so echt top-notch. Also da bin ich ganz ehrlich, würde ich schon auf Rennbremsen tatsächlich gehen, weil das ist so eine Sache, wo bei BMW gar nicht meckern kann. Deswegen machen wir das mal so und ich würde sagen, ein Sportfahrwerk reicht im Wagen, aber ich möchte die Kamera nicht in den Blumen haben. Die Stabilisatoren werden einfach mal Rennstabis. Und ja, wie gesagt, an sich würde der Wagen, wenn man das jetzt historisch korrekt umbauen würde, mehr Gewicht bekommen. Ich glaube da jetzt in der Form tatsächlich nicht dran, dass der Wagen 100 Kilo mehr wiegen würde.
Er würde aber auch nicht viel weniger wiegen. Also ich würde sagen, 35 Kilo reichen an sich. Und jetzt schauen wir eben, dass wir auf die Leistung kommen, auf diese 330 kW eben. Eigentlich würde ich gerne auf 3,2 Liter vom Motor her gehen. Wir können jetzt leider nur auf 3,4 Liter gehen. Gut, nehme ich mal so hin. Einen Auspuff auf jeden Fall, einen kleinen Sportauspuff und dann noch vielleicht ein Einlass, wenn das geht. Ne, das geht nicht. Ich weiß nicht, vielleicht Ventile könnte ich mir noch vorstellen. 9 kW mehr. Ja, da bringt mir alles nichts. Vielleicht Filter, Ölfilter so ein klein. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ladeluftkühler. Ja, komm, nehmen wir einen Ladeluftkühler. Und noch eine kleine Sportschwungscheibe. Dann werden wir hier mit dem BMW Z4 M Roadster bei einem 805er Li ein bisschen weniger PS, als ich angepeilt hatte. Nur einen ungefähr, also 449 PS. Kann man machen. Und ja, ich werde jetzt auch nicht unbedingt die Einstellungen anwenden, die ich machen würde, sondern einfach nur, wie ich es für wahrscheinlich halte, dass BMW es machen würde. Klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, der wäre bestimmt auf 250 abgeriegelt. Wäre Quatsch. Also, so realistisch müssen wir jetzt auch nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ungefähr hin. Stabis, ja, jetzt auch nicht die extremsten Einstellungen. Einfach nochmal so in die Richtung. Bremsen, ja. Vielleicht einen Tacken mehr nach vorne. Und meinetwegen so 108% ungefähr. Das könnte reichen. Und farbtechnisch habe ich mir auch schon was überlegt. Ich weiß es gar nicht, ob die Farbe an sich, so wie ich mir das vorstelle, vorhanden ist. Nicht unbedingt. Lass mich mal hier so in die Richtung. Genau, so Sacre Bleu. Ja, so ungefähr hätte ich mir das vorgestellt. Vielleicht den Hauptfarbton noch einen Tacken dunkler. Aber so ungefähr würde ich den Wagen vor mir sehen tatsächlich. Was ist denn die zweite Farbgruppe? Echt jetzt? Wenn das so ein Quatsch, kann ich dann die Außenspiegel nicht lackieren? Doch. Hä? Ach, aber das tut einfach nichts, oder was? Okay, super. Ja, nee, ist ja Quatsch. Ich möchte vielleicht noch die Felgen einfach einen Tacken dunkler machen für die Optik. Ja, so ungefähr. Geht dann vom Farbton her so ein bisschen in die Z4 S35 Drive ES. Was auch immer. Der andere da. Ich glaube E81 oder so. Nee, E91. Keine Ahnung, was das für eine Generation ist. Der zwischen dem und dem ganz alten halt. Ihr wisst genau, was ich meine. So in die Richtung geht das vom Farbton. Und sieht ganz geil aus, wie ich finde. Klingt auch ganz geil. So, dann würde ich sagen, wollen wir den Wagen natürlich auch fahren. Und zwar einfach mal zwei Runden Edinburgh Grand Prix, oder? Kann man soweit machen. Ja doch, gefällt mir soweit ganz gut. An der Stelle ein kleiner Hinweis außerhalb des LPs. Wenn ihr die Folge am heutigen Tag schaut, also am Mittwoch quasi, am Release-Tag, dann möchte ich euch sehr, sehr gerne dazu einladen, heute Abend bei einem kleinen GPU-Test-Stream mir beizuwohnen. Denn Pete Smeet hat ein Formel-1-Event veranstaltet oder veranstaltet ein Formel-1-Event mit dem Namen GPO, steht für Grand Prix Online, findet in F1 2019 statt. Ich glaube, angefangen hat das Ganze in F1 2018, wenn mich alles täuscht. Und ja, jetzt hier eben GPO 5. Ich bin dabei, ja. Ich bin dabei bei einem Event von Pete Smeet. Das Ganze findet am Donnerstag, also morgen dementsprechend für euch.
Die Route ist ja ganz neu. Morgen dementsprechend um 18 Uhr start und heute werde ich so einen kleinen Trainingstream machen, dass ich dann beim Event selber nicht komplett abkacke. Das möchte ich einfach mal. Also ich werde so oder so versagen, aber man kann das Ganze ja ein bisschen eingrenzen. Ja, wie gesagt, da seid ihr sehr, sehr gerne eingeladen, mir beizuwohnen, sowohl beim Teststream oder Trainingstream, als auch dann eben beim Hauptevent. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da einige Leute dabei sind und mich anfeuern und live beim Versagen zuschauen. Aber ja, das war quasi nur so ein kleiner externer Programmhinweis und dementsprechend auch, ja, Donnerstag 18 Uhr, da mache ich ja normalerweise die Festival-Playlist. Die findet dann am Freitag um 18:30, 19 Uhr irgendwas in dem Dreh statt. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Und für all diejenigen, die das Ganze hier nach Donnerstag schauen, ja, das VOD vom GPO wird online sein, könnt ihr euch auch angucken. Hat bestimmt sehr viel Spaß gemacht. Wird sehr viel Spaß gemacht haben. Irgendwas in der Richtung. Manchmal werden Grammatikformen echt weird. So. Hey, hey, hey. Aua. Danke. So, fährt sich auf jeden Fall sehr, sehr sportlich, obwohl wir echt einiges an Leistung draufgeklatscht haben. Und geht auch genauso gut auf der Geraden voran, wie ich mir das vorgestellt habe, der Wagen. Gefällt mir. Die Bremsen greifen tatsächlich nicht so geil, wie ich vermutet hätte. Ich meine, der Wagen wiegt jetzt sehr wenig eigentlich und wir haben Rennbremsen drin verbaut. Aber gut, man muss auch sagen, dass ich ja normalerweise 130% Bremsdruck fahre und wir jetzt hier nur in Anführungszeichen 108% haben. Das ist natürlich ein leichter Unterschied, gibt aber dann definitiv nochmal mehr diesen Serienwagen-Flair, wie ich finde, das Bremsverhalten hier. Und ja, ich kann auch schon mal sagen, das hier wird nicht der einzige Roadster sein, beziehungsweise das einzige Cabrio, welches ihr diese Woche sehen werdet, denn die nächste Serie, also das nächste Update in Horizon, welches jetzt eh schon rausgekommen sein sollte, bringt uns kein geringeres Fahrzeug als den Ferrari Portofino rein. Und der ist tatsächlich offen. Und ja, der wird tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, heute bereits verfügbar sein, wenn das Update heute draußen ist. Denn der kommt nicht über die Festival Playlist rein, sondern über die Horizon Promo. Wer sich daran erinnert, in Horizon 2 und Horizon 3 gab es ja die Möglichkeit, dass du Fahrzeuge fotografierst. Und für jedes einzigartige Fahrzeug, was du fotografiert hast, hast du 1000 Credits bekommen. Und alle, ich glaube alle 25 Autos war es, hast du noch ein bisschen mehr Belohnungen bekommen. Damals waren es nur Credits, jetzt das Feature kehrt zurück. Und bringt eben nicht nur Credits-Belohnungen mit sich, sondern auch Wheelspins, neue Chatphrasen. Und aber auch zwei neue Fahrzeuge, nämlich den Gunterbergs Porsche. 993 ist das, glaube ich, der 400R. Eben, ja, so in die Richtung vom Emory Special Porsche, würde ich sagen, so in die Richtung geht das. Quasi so ein bisschen Resto-Mod, könnte man sagen. Und ja, das andere Fahrzeug, was man eben bekommt, wenn man 100 Fahrzeuge fotografiert hat, ist der Ferrari Portofino. Da freue ich mich sehr drauf. Die anderen Fahrzeuge, die mit dem Update reinkommen, sind die 2018er E-Klasse. Genauer gesagt der 2018er Mercedes-Benz E63 AMG S, also die ganz, ganz üble Version. Übel im Sinne von saustark und ich habe ein bisschen Angst davor. Freue ich mich mega drauf. Ich bin generell ein Fan von der E-Klasse, wenn ich ehrlich sein darf. Also wenn ich in Mercedes nehmen dürfte, dann eine E-Klasse. Und ja, da jetzt eben so die wirklich rattenscharfe Version zu bekommen, finde ich sehr, sehr geil. Dann, was kommt noch rein? Genau, zwei Formel-1-Drift-Fahrzeuge. Einmal der Ferrari 599. Ich weiß nicht, ob es ein GTO ist. Ich glaube, es ist ein GTB, wenn mich nicht alles täuscht. Und einmal die C6 Formula Drift Corvette von Matfield. Beides sehr bekannte Formula Drift Fahrzeuge in der Drift-Szene. Äußerst berühmt. Finde ich auch cool, dass die jetzt reinkommen. Haben definitiv ihre Fanbase.
Und ja, gut, noch ein Auto, was reinkommt. Toyota Supra MK3, finde ich potten hässliches Ding, wenn ich ehrlich sein darf. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber gut. Nur so als kleinen Hinweis, was mit der Serie denn so reinkommen ist. Aber wie gesagt, mit dem Portofino wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, morgen direkt eine Folge kommen. Und den Gunterbergs Porsche werde ich mir vielleicht am Wochenende mal angucken. Mal schauen. Der Wagen läuft mir ja nicht weg. So. Ja, das fährt sich hier tatsächlich sehr, sehr sportlich. Also tatsächlich ein ordentliches Stück besser, als ich vermutet hätte. Ich würde sagen, wir fahren mal aus der Stadt ein bisschen raus. Vielleicht kann ja mal in Straßenszenenrennen vielleicht mal wieder fahren. Gibt es ja in der Stadt ein paar, die ich eher selten fahre. Bei nächster Gelegenheit wenden. Aber man kann es immer wieder machen. So. Ja, generell nochmal, wenn ihr Ideen habt, welches Fahrzeug ich mir im Zuge dieses Formats mal aufbauen sollte oder könnte, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich habe da auch unter der letzten Folge einige Vorschläge gesehen, die ich mir auch aufgeschrieben habe auf meine To-Do-Liste. Die To-Do-Liste ist nur tatsächlich mittlerweile sehr, sehr lang und ich hatte echt schon lange Bock, mir einen Z4M zu bauen. Aber ja, die werden in naher Zukunft hoffentlich auch dran kommen, weil ich liebe dieses Format tatsächlich. Gut. Ich bin ganz ehrlich, ich mag all meine Singleplayer-Formate. Ich finde die alle sehr geil. Die Testfahrt ist genau mein Stil. Automobile Schandtaten sowieso. Dann hier eben Bau dir was, finde ich auch super geil. Zufallsaufbau für mich immer wieder eine spannende Erfahrung. Drücken wir es mal so aus. Also ja, ich bin sehr, sehr zufrieden an der Varietät, die ich hier natürlich auch neben den normalen LP-Folgen habe. Dass es quasi nicht immer nur ist, ey, ich baue mir gerade ein Fahrzeug, 0815 Standardschema auf. Sondern auch noch mal eben sowas machen kann, mir mal Fahrzeuge aufbauen kann. Einfach mal so ein bisschen realistischer betrachtet. So mich gedanklich hineinversetzen, was würde der Hersteller machen. Habe ich einfach sehr, sehr viel Spaß dran. Und wenn ich nach dem, wenn ich nach den Aufrufen der letzten Bautivers-Folgen gehe, dann findet ihr das auch ganz geil. So, tatsächlich ist das Getriebe genauso, wie ich das haben möchte. Wir haben die 6 Gänge quasi für Racing. Und Gang 7 und 8, wenn wir dann mal Sprit sparen, also quasi für den alltäglichen Gebrauch, wenn du eine Z4 im Alltag verwenden möchtest. Warum auch immer du das tun solltest. Ja, du kannst doch eh besser rausbeschleunigen. Ist ein RS200, hat Allrad. Brauchst du mir nicht erzählen, weiß ich. So, jetzt noch den SLS da vorne holen. Und davor fährt noch irgendwas. Sieht mir sehr Hatchback. Nee, nicht Hatchback. Das ist ein Continental mit GT3-Kit. Ja, Mensch. War was ganz Neues. Oder ist es die Forza Edition? Aber die Forza Edition hat eigentlich im seltensten Fall eine Lackierung. Oh Gott. Alles easy. Gar kein Problem, oh Gott. Die NPCs, die da immer im Scheitelpunkt sind. Einer der Gründe, warum ich die Rennen eigentlich nicht so mag. Aber die Routen sind halt echt schön teilweise. Also gerade hier so die Straße ist, glaube ich, in gar keinem anderen Rennen gesehen. Ich wüsste gerade zumindest keins. Ja, ganz cool, wenn die dann mal so verwendet werden. So. Ja, gefällt mir sehr gut, der BMW. Also habe ich
ganz gut getroffen, glaube ich. Und ja, wer weiß, wenn der Wagen in echt angekündigt wird und dann vielleicht in einem Horizon 5 oder was auch immer mal ins Spiel kommt, dann kann ich mir das Tuning ja rüber importieren und mal einen Vergleich sehen. Aber das ist natürlich weite Zukunftsmusik. Horizon 5 wird ja dieses Jahr auf gar keinen Fall erscheinen. Aufgrund der aktuellen Situation denke ich auch nicht, dass es nächstes Jahr erscheinen wird, weil, naja, aktuell können sie einfach nicht weiter dran entwickeln, nicht großartig. Und sind wir mal ehrlich, das wird sich die nächsten Monate nicht ändern. Aber wir stehen das durch, wir kommen da durch. Jeder einzelne von uns. In 400 Metern rechts ab. Und wenn es vorbei ist, dann kommen wieder goldene Zeiten auf uns zu. Rechts abbiegen. So. Oh was, aus Versehen. Oh Mensch, ui, hier wollte ich aber gar nicht hin. Ich muss dringend auf die Straße zurück. Du hast dein Ziel erreicht. Oh Gott im Himmel. Ach, guck mal, Straße. Das habe ich nicht gemacht, um abzukürzen. Nein, nein, das, mir hat das Lenkrad verrissen, weißt du? Da war eine Wespe im Fahrzeugraum. In dem Cabrio. Ja, doch. Die musste ich wieder rausscheuchen. Und dann habe ich halt leider schwunghaft nach links gelenkt und bis ich dann wieder auf der Straße war. Ja, Mensch, ey. Das sind aber auch blöde Zufälle, die sich hier ergeben. Ist dieses Design, was der DT da hat, also quasi braun unten und sonst schwarz, ist das irgendwas, was man kennen sollte? Ich sehe das relativ oft. Ja, räum mal den anderen TT weg. Keine Sorge, da stehe ich voll hinter dir. Es dürfte ein Turbo sein, ja. Z4 hat einen Turbomotor. So. Jetzt hier mal den Cayman holen. Ja, schön wäre natürlich auch, wenn wir bald mal die Coupé-Version vom Z4 in Horizon 4 sehen würden, aka den Mark 5 Supra. An sich muss ich zum Mark 5 Supra sagen, als Fahrzeug gesehen, geile Karre. Optisch mega geil. Ich denke auch, ein sehr, sehr sportlicher Wagen. Ich bin jetzt selber noch kein gefahren, ich habe 3 Stück in der Garage, aber hatte einfach noch keine Zeit bisher, die auszufahren. Aber ja, ich könnte mir eben vorstellen, dass die als Fahrzeug gesehen sehr, sehr gut sind. Und mir gefällt der auch sehr, sehr gut. Nur ist eben so ein bisschen die Problematik, dass es für mich kein Supra ist in dem Sinne. Und gerade wenn man sich halt anguckt, wo sich NSX hin entwickelt hat, wo sich der Skyline hin entwickelt hat. Das sind ja echt Supersportwagen oder High-End-Sportwagen, wo der neue Supra halt nicht mal ansatzweise mithalten kann. Ich versuch's mir umzugewöhnen, by the way. Ja, erkennt mein Progress. Statt die Supra versuche ich mir anzugewöhnen, der Supra zu sagen. Aber ja, wie gesagt, man hätte einfach in meinen Augen einen viel, viel krasseren Wagen rausmachen müssen. Aber naja, steckst du nicht drin, die werden ihre Gründe gehabt haben bei Toyota. Auch wenn die wahrscheinlich keiner je nachvollziehen kann, aber hey, was soll's. Ich gebe das Setup frei für euch. Unter dem Namen Z4M kann sich das jeder runterladen oder einfach nach meinem Gamertag suchen. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. So, da würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber deutlich nach oben wie gesagt, wenn ihr heute Abend bzw. morgen Abend dabei wärt bei den GPO-Streams, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.